Hi Leute, herzlich willkommen zum nächsten Part mit unserem SV Werder Bremen. Ihr seht, es sieht hier alles etwas anders aus. Ich habe ein bisschen umgebaut. Das liegt ja eigentlich daran, dass ich quasi, das ist mein Arbeitszimmer zu Hause in der Wohnung und der Schreibtisch hat eigentlich so ziemlich diesen ganzen Raum versperrt. Man hat auch die Tür nicht so ganz aufgekriegt, wenn man reingekommen ist. Ich habe den Schreibtisch jetzt eben Richtung Wand gestellt. Ist eigentlich eine sehr gemütliche, coole Ecke. Ich bin irrsinnig glücklich, dass ich es gemacht habe. Deswegen sieht das Ganze jetzt mal so aus und für die Anmoderation habe ich die Kamera jetzt mal hier hingestellt. Ich bin noch nicht so ganz glücklich mit der Situation, das werde ich dann noch versuchen besser hinzukriegen. Und ja, Sound und so weiter, das werde ich alles noch testen. Habe jetzt gerade ein bisschen was umgestellt, damit alles passen sollte, weil auch jemand von euch gemeint hat, dass sich die Stimme immer wieder überschlägt, weil der Pegel zu laut war. Also ich arbeite dran und ja, jetzt würde ich sagen, genug gequatscht. Wir steigen einfach mal ein. Und jetzt muss ich hier mal kurz drehen. Das ist eben das, was ich gemeint habe, dass es nicht so optimal ist. Das einzige Gute ist, dass ich hier ich habe einen sehr flexiblen Ständer. Das ist das Positive. Das ist immer ganz wichtig im Leben. Und ja, gut. Wir haben heute Ingolstadt und wir haben den HSV. Das heißt, wir haben das große Nordderby auch noch. Gegen Ingolstadt haben wir natürlich die Situation, dass wir Favorit sind. Die Geschichte ist ganz klar. Aber ja, gegen den HSV wird es auf jeden Fall ganz interessant, dieses Nordduell. Ein Freund von mir war gestern noch hier und hat mir ein bisschen bei den Grafikeinstellungen geholfen. Ich hoffe, dass es wirklich eine Hilfe war und jetzt alles auch wirklich ganz gut aussieht. Das werden wir dann alles checken. Also habt bitte ein bisschen Nachsicht, falls irgendwas nicht passen sollte bei dieser Aufnahme. Ich habe es vorhin kurz getestet, aber man weiß ja nie. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. So, Scouting werden wir dann auch noch ein bisschen was schauen. Und zwar haben einige von euch gemeint, dass wir ja schauen sollten, dass wir hier bald in die Richtung weltweites Scouting kommen. Wir sollen auch, weil es momentan gut läuft, schauen, dass die Einrichtungen verbessert werden. Das würde ich probieren, wobei ich mir nicht so ganz sicher bin, ob wir finanzielles Geld dazu haben. Aber gerade im Jugendbereich müsste es deutlich stärker werden. Also Jugendtraining und Nachwuchsrekrutierung muss besser werden. Jetzt können wir mal beim Vorstand anfragen, ob die da irgendwie was verbessern können, Jugendeinrichtungen verbessern. Wir werden sehen. So, wer ist an Felix Agu interessiert? Augsburg, an Duxch, Hoffenheim. Na, spannend. Gut, Mannschaft haben wir eigentlich mehr oder weniger so aufgestellt. Ich werde nur den Hamza mit spielen lassen, weil jemand von euch gemeint hat, ich soll den jetzt wieder mehr spielen lassen, weil er doch zu uns gehört und nicht geliehen ist. Deswegen mal Franks auf die Bank. Und der Rest passt eigentlich so, wie es ist. Ich könnte theoretisch noch jemanden mitnehmen, aber die sind sowieso angeschlagen. Also lasse ich es jetzt mal dabei. Und dann steigen wir ein gegen Ingolstadt. Bin ich mal gespannt. So, macht so weiter wie beim letzten Mal. Ich habe so das Gefühl, dass die FPS jetzt nicht flüssig laufen. Die Einstellung ist richtig eklig. Und da muss ich mich jetzt gerade bei euch entschuldigen. Ich werde dann vielleicht nach dem Spiel kurz raus tappen. Und zwar hat der Freund von mir was eingestellt, dass bei mir nicht mehr als 60 FPS, dass bei mir der PC nicht mehr als 60 FPS ausgibt, weil der Bildschirm auch nicht mehr als 60 FPS verarbeiten kann, weil er nur 60 Hertz hat. Und so hat er es mir, glaube ich, gestern erklärt. Und irgendwie sieht es jetzt einfach nicht flüssig aus. Abgesehen davon noch, dass auch das Spiel heute noch nicht gut läuft. Ersten 20 Minuten, erster kleiner Abschluss, aber nichts harmloses, nichts Gefährliches. Das heißt, da läuft es im Moment auch noch nicht so wirklich rund. Vielleicht jetzt die Chance. Agu mit dem Einwurf Azaleh. So, boah, das sieht echt eklig aus, sorry Leute. Eine Runde Bier geht, ich wollte gerade sagen auf mich, aber eigentlich sollte das eher auf den Freund von mir gehen. Azaleh, vielen Dank. Da der Patzer bei den Gegnern und wir gehen mit 1-0 in Führung. Bittencourt mit dem Pass in die Tiefe, Duxch war schon wieder mal nah dran an seinem nächsten Tor. Und was Antonitsch da macht, ist mir schon ein bisschen ein Rätsel. Aber nehmen wir natürlich gerne mit. So, Bittencourt, Agu und Duxch.
Das sah ein bisschen nach Abseits aus, wird sicher gecheckt. Nee, gar nicht mal. Hat gezählt. Also zweites Tor in diesem Spiel. 20. Saisontor bereits für Marvin Ducksch in dieser Saison. Der war ganz stark. Richtig schön gemacht. Also Doppelschlag innerhalb von 2 Minuten, glaube ich, ist da gestanden. So, haben sie mit der Flanke. Duck schlägt ab. Cousins. Jung. Und Bittencourt mit dem Versuch. Cousins mit der Ecke. Ich hoffe einfach, dass das bei euch besser aussieht. Rechts habe ich einen Aufnahmebildschirm, da sieht es irgendwie ein bisschen flüssiger aus. Bei mir auf dem Hauptbildschirm hier, wo ich zock, ist es echt grausam. Aber egal. Wir haben auf jeden Fall eine Elfmetersituation. Elfmeter wird gegeben. Damit hat Ducksch die Chance, in der ersten Halbzeit bereits auf 3:0 zu erhöhen. Ducksch gegen Buntic und er verliert ihn 3:0. Unfassbar. Ja, was für eine tolle Partie oder ein toller Start in diese Partie. Zur Halbzeit schon 3:0. Kann sich sehen lassen. So, Jung auch noch mit einer gelben Karte. Vielleicht werden wir da in der Pause schon wechseln, weil wir, ich glaube, beim Stand von 3:0 jetzt nicht viel Risiko eingehen. Ich bringe links hinten den Alexander Prass und ich bringe dann auch den Rapp für Veljkovic, weil Rapp kann auch wieder mal Einsatzzeit brauchen, das schadet sicher nicht. Wechseln wir gleich die beiden. Dann haben wir noch ein bisschen geschont quasi vor dem Nordderby. Den fängt er gut ab. Weiter Abschlag von Blockmann. Mai hat gut aufgepasst, auch Hamza. Da läuft der Ball richtig gut. Ducksch per Kopf, aber zu zentral. Aber der ist wieder motiviert. Der ist schon wieder auf dem Weg zum Hattrick. Wenn er so weitermacht, wird es noch klappen heute. Bin ich mal gespannt. Wenn es so bleibt, hätten wir 14 Punkte Vorsprung auf den HSV. Wenn wir da, glaube ich, das Derby gewinnen, dann sind wir durch. Weil der HSV hat schon ein bisschen Abstand auf Platz 3. So, Gebauer gegen Prass, Österreicher Duell. Prass kann blocken, Ball kommt aber leider zum Gegner. Und Gebauer mit dem Versuch, der auch nicht ungefährlich war. Blockmann macht's gut. Und Agu bringt ihn unter Kontrolle. Jetzt ist die Frage, wo wir als nächstes wechseln. Ich würde sagen, Batista Meier dann wieder auf die 10. Das mache ich jetzt gleich für Bittencourt. Ah, nicht ungefährlich. Bogman war zwar in der Ecke, aber ich weiß nicht, ob der da was machen hätte können. Meier hat gut aufgepasst. So, Rapp, Cousins. Azaleh mit der Chance, aber der war zu harmlos.
So, Freistoß, der wird fürs Erste geklärt. Kutschke mit der Konterchance. Linzmeier. Und der geht drüber. So, jetzt ist die Frage, was wir noch wechseln. Ich würde Fagir ehrlich gesagt noch reinbringen. Und den Rangs, glaube ich, dann auch noch. Batista Meier mit dem Freistoß, der war richtig gefährlich. Sondern ich wechsle vor der 75. noch oder zur 75. damit das noch am ehesten was bringt. Den Fagir bringe ich für einen Azaleh und den Vranx für einen Cuisance. Und wir lassen Hamza heute mal durchspielen. Seit er vom Nationalteam zurück ist, hat er ja noch nicht durchgespielt. Also so gesehen passt das, glaube ich, auch ganz gut heute. So, da passt er gut auf. Gut, zieht ab. Knapp drüber. Also ein bisschen nachgelassen haben wir, aber es war ja auch nicht unbedingt notwendig, da noch einen Zahn zuzulegen. Kein guter Pass von Prass. Da ist Kutschke, der zum 9. Saisontor einschießt, 1:3. Damit der Anschlusstreffer nicht unbedingt notwendig, aber was soll's. Hier sehen wir, dass Brass ein bisschen allein gelassen wurde. Da alleine gegen zwei Mann, Selotzi komplett frei. Und dann sehen wir, dass Schuhs im Kopfballduell gegen Kutschke keine Chance hat. Da ist die Frage, ob das so notwendig war. Aber vollkommen egal jetzt. Jetzt sind wir in der 89. Minute. Wir halten den Ball auf jeden Fall ganz gut in unseren Reihen. Alexander Prass mit dem Dribbling. Flanke ist gut. Fagir per Kopf. Wow. Gute Flanke von Prass. Das hat er stark gemacht. Batista Meier mit dem Freistoß. 91. Minute. Der war wieder gefährlich. Aber wieder der Keeper da. Batista Meier. Mit der Ecke. Das war's dann gleich. Was ich mich gerade frage, ist, warum ich nicht eigentlich während dem Video schon unterbrochen, also während dem Match schon unterbrochen habe, um die Einstellungen zu checken. Das hätte ich eigentlich machen können. Ich weiß nicht. Manchmal denke ich einfach zu kompliziert und manchmal gar nicht. Das sind nicht so die zwei Dinge. Blockmann sensationell im 1 gegen 1, aber es war abseits. Und das war's. Ausgezeichnet. Also wir gewinnen. Sehr überzeugend heute. Da kann man natürlich äußerst zufrieden sein. So, jetzt tappe ich kurz mal raus und schaue, dass ich uns das Problem hier lösen kann. So, wir sollten jetzt wieder zurück sein. Ich habe diese Drosselung der FPS jetzt korrigiert. Also ich hoffe, das passt jetzt alles. Wir checken es dann gleich im nächsten Spiel und zwar gegen den HSV dann im absoluten Spitzenspiel. Tabellendritter gegen Tabellenerster. Wie gesagt, es könnte sogar so eine gewisse Vorentscheidung werden. Da bin ich mal sehr gespannt. So. Dressel, ja. Scheint nicht gut genug zu sein. Federico Ricca, Außenverteidiger, der schon sehr interessant wechselt fest. Am 30.06. Wohin? Ach so, er wechselt fest zu Brügge. Deswegen steht da nichts extra. So, Nastasic definitiv zu teuer.
Gut, Leute, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt einfach mal die weiter bis zur Partie gegen den HSV. Danach haben wir eine englische Woche, da müssen wir schauen, wie wir mit der Belastung klarkommen. Aber da bin ich mal optimistisch. Bode lobt den Marvin Ducksch. Schalke verliert gegen Paderborn, also für Schalke ist das Ding, glaube ich, dann bald mal gelaufen. HSV mit einem 4-1-4-1-System, das ist immer so unangenehm zu spielen, dieses System. Also wenn sie es jetzt wirklich gegen uns spielen, weil sie halt dann irrsinnig kompakt sein können. Und da ist es schwer durchzukommen. Ja, wegen der finanziellen Situation sind sie nicht dazu bereit. Das war es so genauso zu erwarten. Aber versuchen kann man es. Wegen dem Scouting. Ihr habt generell gemeint, dass ich die Scouts vielleicht einfach in die günstigeren Länder der Welt schicken kann. Also weil ich eben nicht nur, also weil ich in Serbien gescoutet habe. Da könnte man eben generell, ist jetzt die Frage, soll man einen konkreten Fokus einstellen oder soll man einfach mal schauen, dass wir hier vielleicht mal könnten mal in Osteuropa scouten. Typisches Budget können wir machen. Dann gehen wir auf 29 und dann werde ich jetzt ein bisschen was hinzufügen. Und zwar gehen wir hier auf, ich würde sagen, wir können mal generell Osteuropa machen. Dann können wir auch gerne. Achso, ich kann jetzt natürlich nur Europa wegen dem Dings, wegen den Einschränkungen. Das ist natürlich jetzt nicht optimal. Aber dann bleiben wir uns einfach in Osteuropa. Innerhalb Europas dürfte das das Vernünftigste und Günstigste sein. Die Frage ist, ob man vielleicht noch Skandinavien oder sowas, Großbritannien. Na, ich lasse es mal so. Schauen wir mal, dass wir ein bisschen in Osteuropa scouten. Das wäre da so ein bisschen was. Derjenige, der es geschrieben hat, vielleicht kann er mir in die Kommentare schreiben, wie er es genau gemeint hat. Also, ob ich da einzelne Aufträge vergeben soll oder wie man das da am besten machen soll. Bin ich natürlich sehr, sehr offen dafür. So, Andrija Sivkovic. Das ist ja auch so ein richtig spannender Spieler. Woher habe ich den noch im Kopf? Ich habe den irgendwo mal gehabt. Bin mir nicht mehr sicher. Der ist rechts nach innen ziehend, auf jeden Fall ganz spannend, weil er nicht der schnellste ist, aber dafür halt technisch unfassbar stark. Lyon, Eindhoven und Hoffenheim dran. Hilft uns natürlich nichts, weil er einfach absolut nicht ins System passt. Als offensiver Flügelspieler, wobei, ja, kann man auch umschulen, aber glaube ich nicht Sinn und Zweck. So, Stolacek und Kruev macht man verfügbar für die zweite Mannschaft. Ich würde sagen, Weiser. Damit der schon langsam fit wird, auch. Da soll man eine Partie durchspielen. Auch ein Bomb wieder Thema, 45 Minuten. Alexander Prass kann Spielpraxis brauchen, 45. Rapp 45. Ich glaube, das passt ganz gut so. Aber wir haben eben, ja, DFB-Pokal-Viertelfinale ist das. Sehr spannend natürlich. So, Friedl beginnt Reha-Phase, das ist gut. Das heißt, wir können da jetzt beim Training zusätzlich auf Reha gehen bei ihm, oder? Genau. So, Genanalyse zum HSV, die lassen wir jetzt mal aus. Agu hat sich im Training spürbar verbessert. Freut mich natürlich. Veljkovic war nicht ganz fit, sehe ich gerade, der hatte anscheinend eine Lebensmittelvergiftung. Ich gar nicht so mitbekommen. So, Pavlenka beschwert die Derby-Mentalität. Wie geht's dem eigentlich? 8 Einsätze in der Liga. Jo, verdient dort 2,7 Millionen. Finde ich schon ein bisschen frech. So arg sind die Fähigkeiten jetzt nicht eigentlich bei ihm. Also ich glaube, das war schon ganz gut, dass wir den abgegeben haben und auf den jungen Blockmann gesetzt haben. Ich glaube, das hat sich wirklich ausgezahlt. Seine Entwicklung ist schon richtig stark. Der wird sicher auch noch einen neuen Vertrag verlangen. Aber da müssen wir dann eben schauen, dass wir den dementsprechend dann auch verlängern können. Dass wir den dann halt wirklich auch länger an uns binden. So, U19, den Kia Rodia, der übrigens laut jemandem von euch jetzt das sein Debüt gefeiert hat, tatsächlich. Den machen wir verfügbar, den Lord noch nicht. So, jetzt ist die Frage, dadurch, dass Bargfrede ja auch angeschlagen ist, ich nehme ihn mal mit. Fakir ist eh dabei.
Ja, dann haben wir wenigstens eine komplette Bank. Spielbelastung ist bei allen in Ordnung, das heißt, wir können eigentlich bei dieser Stammformation bleiben. Interessanterweise ist sie bei Batista Meier hoch. Aber gut. Let's go. Wichtiges Spiel gegen den HSV. Wie gesagt, wenn wir das Ding gewinnen, dann ist es rechnerisch schon ziemlich sicher, dass wir aufsteigen. Also rechnerisch, ihr wisst, was ich meine, aber dann ist es schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die uns noch irgendwie einholen werden, weil die sind auf Platz 3 und danach kommt dann länger niemand. Also länger, ein paar Punkte sind es halt wieder. Und dementsprechend wichtig. Ah, oh, das Spiel läuft viel flüssiger. Vielen Dank, lieber Bernie, für deine Hilfe. Nein. Muss ich dann mit ihm quatschen, woran das lag. Hat mir gestern ziemlich viel geholfen, weil ich habe ja jetzt einen neuen PC bestellt und der Vorgänger-PC stand da noch rum, der Vorvorgänger stand noch rum. Jetzt haben wir extrem viel herumgebastelt und geschaut, welche Teile noch irgendwie ja, man aufbehalten sollte oder bei meinem Rechner einbauen oder Kittel, war blöd, ne? Gut gemacht. Oder vielleicht verkaufen soll, weil sie noch was wert sind und deswegen war gestern, haben wir glaube ich 3 Stunden lang an den PCs geschraubt, das war ziemlich cool und lustig. Weiß nicht, baut ihr eure PCs selber zusammen? Also von Grund auf traue ich mich ehrlich gesagt nicht drüber. So Kleinigkeiten, also keine Ahnung, RAM aufmotzen oder Grafikkarte austauschen oder vielleicht noch zusätzlich eine SSD reinzumachen, das traue ich mir zu. Aber beim Rest bin ich mir echt unsicher. Der HSV drückt gewaltig, während ich da so locker dahin quatsch. Sind die auf jeden Fall bisher das bessere Team? Was ich natürlich nicht gerne sehe. So, 32. Blockmann mit dem weiten Abschlag. Duxch setzt sich durch. Fernandes. Vielleicht zählt das Torschuss. Dann wenigstens für die Statistik. Aber der HSV spielt anders. Die haben Dreierkette oder Fünferkette, kann man sagen, eigentlich, so wie wir. Schaut so aus, als würden sie ein 5-2-3 spielen. Ja, bin ich gespannt. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet in der Taktik, in der klassischen Aufstellung, was die da haben. So, Azaleh. Agu. Wieder Azaleh, der ist durch. Fernandes. Nochmal Azaleh. Nein, das war Abstoß. Schade. Okay, es ist ein 4-1-4-1. Das hat gerade nach Fünferkette ausgesehen. Wahrscheinlich, weil der Sechser sich fallen hat lassen. So, wir gehen jetzt mal mehr fordern. Ich bin nicht zufrieden. Bittencourt mit einer 6,5. Das ist gleich mal ein Kandidat, um in der Kabine zu bleiben. Jung 6,3. Auch eine Katastrophe. Das war nicht gut. Völlig indiskutabel. Oder inakzeptabel. Anthony Jung raus. Brass rein. Und Batista Meier für Bittencourt. Da lasse ich mich nicht bitten. Gut. Komm schon, Hansa. Agu. Wobei wir jetzt sogar einen Chancenplus haben, zumindest an Gesamtschüssen. Noch nicht bei den Schüssen auf Tor. Heidenheim führt gegen Sandhausen. War zu erwarten. Aber trotzdem natürlich in gewisser Art und Weise ärgerlich, weil die uns jetzt näher kommen, wenn wir es nicht schaffen, das Ding noch zu gewinnen. Und ich wüsste aber ehrlich gesagt nicht, wie wir das Ding gewinnen sollen. Wir können mal Folgendes machen. Ich bringe den Fagir vorne rein, weil dann haben wir da vorne noch jemanden, der zusätzlich körperlich stark ist. Dann bringe ich den Vranks für den Hamza, weil der müde ist. Und den letzten Wechsel werde ich mir, glaube ich, noch aufbehalten. Den Weiser hätte ich jetzt aber, glaube ich, echt schon mitnehmen können, nachdem der schon in der zweiten Halbzeit gespielt hat. Das wäre ganz weise gewesen. Was war das? Missverständnis. Zwischen Franks und Batista Meier. Blockmann wieder stark.
Er ist halt mitunter unser stärkster Spieler, wie man auch an den Noten unten erkennen kann. Es ist halt ein Spitzenspiel, es ist wirklich auf Augenhöhe. Oh, Prass. Das war, glaube ich, 11. 84. Wagnermann, der an Prass vorbeigeht und der gibt den Elfer und das geht auch in Ordnung, glaube ich. Damit die Riesenchance für den HSV. Und die machen es. Ja, bitter. Aber man muss sagen, nicht unverdient. Also, die haben schon in Ordnung gespielt. Wir gehen da jetzt voll drauf. Ja, hilft eh nichts. Schießen bei freier Bahn müssen wir auch anmachen, weil wir den Ball jetzt einfach irgendwie davor kriegen müssen. Ich überlege gerade. Ich bringe den Gruev vielleicht noch für Schurs ist müde. Auf die 6. Und ja, es hilft nichts. Ärgerlich. Für den Prass-Wechsler oder für den Prass, für die Prass-Leihe habe ich eh schon ein bisschen Kritik bekommen, wobei ich noch immer Fan von ihm bin. Aber vor allem, weil ich halt weiß, wie der sich in Zukunft entwickelt. Dass er jetzt nicht stark genug ist, um bei uns Stamm zu spielen, ist mir natürlich klar. Aber man sieht ja auch, die anderen Außenverteidiger haben sie heute auch nicht besser gemacht. Da ist das 2-0 sogar. Tor aberkannt. Wenigstens das. Das heißt, wir verlieren aufgrund eines Elfmeters, aber es war meiner Meinung nach eben auch durchaus verdient. Mir fehlen die Worte, mich macht's unfassbar wütend. Damit sind es ja nur noch unter Anführungszeichen 11 Punkte auf den HSV in 10 Spielen. Wir haben noch 6 Punkte Vorsprung auf Heidenheim, also sollten da jetzt möglichst gechillt bleiben und uns hier nicht nervös machen lassen, auch wenn es natürlich, wie gesagt, nicht optimal ist. Wir werden jetzt Weiser und den Bomb wieder in den Kader zurückkehren. So, da kommt jetzt eh schon. Ich glaube an Alexander, weil da kam jetzt schon die Kritik auch von den Medien oder zumindest haben die mich auf die Kritik der Fans angesprochen. Aber ich habe Vertrauen in Alexander Prass. Sein großer Vorteil ist halt meiner Meinung nach diese Vielseitigkeit. Aber gut. Also wir sehen es, Expected Goals wert, HSV klar vorne, tut unfassbar weh im Derby. Aber müssen wir abhaken, wir haben nämlich danach gleich jetzt zum einen natürlich das Pokalspiel, aber danach auch diese wichtige Ligapartie gegen Dresden. Also wenn wir das gewinnen, dann Dresden, da ist auch wieder so ein bisschen Abstand nach hinten. Also wenn du das gewinnst, kannst du wieder davon ausgehen, dass du zumindest den Platz in der Top 3 landen wirst, aber ja. Sagen wir mal auf zum Herumrechnen. Alexander Mitrovic, FC Fulham. Marktwert 17 bis 27 Millionen ist zwar nett, aber gut. Etwas zu teuer. Sind halt jetzt diese serbischen Nationalspieler, die ich da gescoutet habe. Der Pavlovic, der hat gegen Sturm Graz sowas von Kacke gespielt, meiner Meinung nach. Gut, der ist halt auch echt erst jung. Ich scout ihn mal, aber der hat den Elfmeter verschuldet. Und ja, war einfach echt nicht gut. Denis Stojkovic, 19 Jahre alt, ist halt auch wieder Flügelspieler. Dann haben wir Bogdan Jocic, 21-jähriger Serbe, kann man mal scouten. Ich werde halt trotzdem mit Bremen jetzt in der zweiten Liga noch nicht weltweit scouten, weil wir haben einfach noch nicht das große Geld. Das können wir dann alles machen, sobald wir wieder in der Bundesliga sind. Da ist einfach schon ein bisschen andere finanzielle Basis dann da und dann müssen wir eh schauen, dass wir weltweit schauen, wo wir irgendwelche Schnäppchen machen können. Lukas Perin, spannend. Guter Spieler auf jeden Fall. Aber wird nicht stark genug sein für die Bundesliga. Also von, ja, wir sind jetzt wahrscheinlich dann schon bald am Ende. Ein bisschen was muss ich rausschneiden. Jo. Sollen wir wieder alles Wichtige per Mail schicken?
Macht ihr diese Mitarbeiter-Meetings? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Grundsätzlich nicht so verkehrt die ganze Geschichte, aber es ist trotzdem ein bisschen mühsam. Jovic, da sieht man mal, super Talent, aber was da für Summen auch in Serbien notwendig sind. So. Hier sehen wir, wie es dann weitergeht. Hier haben wir das wichtige Spiel gegen Heidenheim. Also generell sehr spannend, muss man sagen. Das heißt, wir haben jetzt Bochum im Viertelfinale des Pokals und dann Dresden und Heidenheim, also Vierter und Zweiter. Nachdem wir gerade gegen den Dritten gespielt haben. Also schon heftige Auslosung irgendwie. Aber gut, so. Jetzt muss ich schauen, wie elegant ich das hinkriege. Irgendwie nicht so wirklich, aber ich glaube, es erfüllt seinen Zweck. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Part war so lala, aber ich denke, wir werden das jetzt einfach mal abhaken, hinnehmen und ja, wie gesagt, schauen, dass wir gegen Bochum im Pokal vielleicht was reißen. Vielleicht haben wir da ein bisschen Glück und dann die wichtige Partie natürlich in der Liga. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.